Die Ära der Raumfahrt steht vor neuen aufregenden Zeiten. In 5 Jahren werden Menschen auf den Mond zurückkehren und längst laufen ja auch die Vorbereitungen für eine Reise zum Mars auf Hochtouren. Auch die Europäische Raumfahrtagentur will dabei sein mit einem Monddorf, wie eine Siedlung auf dem Mars aussehen könnte. Das zeigt gegenwärtig das Design Museum in London. Mit Architekten haben sie ein Szenario für extraterrestrisches Wohnen entworfen. Mit aufklappbaren Behausungen, bunkerartigen Schutzbauten gegen die Marsstürme und Bausteinen aus Marssand experimentiert übrigens auch die NASA. Das erklärt uns Mick Locher jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher. Wie muss man sich das genau vorstellen, das Leben auf dem Mars, Mick? Thomas, das Leben auf dem Mars ist auf jeden Fall wahnsinnig stürmisch. Und das hier, was wir hier gesehen haben, das waren Iglus aus Jordanien, wo man in einem Hotel übernachten kann. Und das ist die Vision, die sich Designer ausgedacht haben, Architekten ausgedacht haben. Erstmal werden, bevor Menschen Mitte der 2030er Jahre frühestens auf dem Mars landen, werden Roboter dorthin geschickt und werden dann dort aus dem Marssand, aus dem Marsgestein, wie man hier sieht oder sehen möchte, Bausteine, Ziegel schaffen, um einen Bunker zu bauen, um eine Behausung zu bauen, eine Schutzwand zu bauen, um darin dann diese Habitate aufzustellen, die dann Menschen beherbergen können. Der Mars ist sehr stürmisch, er ist sehr kalt und deshalb braucht man diese Schutzbauten, diese Hülle drumherum. Und dann werden natürlich aufklappbare, weil leichtbauweise Habitate dann in diesen Bunker gepackt und dann aufgestellt. Es wird ungefähr minus 60 Grad, minus 40 Grad am Tage warm. Man könnte also dort auch leben, aber man muss natürlich in einer Schutzbehausung leben, weil die Strahlung sehr stark ist und weil es eben einfach sehr giftig ist von der Atmosphäre. Und hier werden dann die Astronauten bzw. die Marsianer leben können, um sich darauf vorzubereiten. Man muss ein halbes Jahr dort sein und die Vorbereitungen, um auf dem Mars zu leben, die laufen schon längst. Nur ist ja der Mars noch ein bisschen weiter weg, aber lass uns noch mal kurz zurückkommen, ein bisschen zum Mond. Auch da gibt es ja Vorbereitungen, ich will nicht sagen sesshaft zu werden, aber den irgendwie so ein bisschen zu besiedeln. Absolut. Die Vorbereitungen für den Mond, die sind schon sehr weit gediehen. Wir sehen hier diese Visionen noch für den Mars, aber für den Mond, da sind sie schon sehr, sehr viel konkreter. Und zwar von der Wissenschaft her, das Europäische Astronautenzentrum in Köln beispielsweise, von der ESA, die planen keine Marsbehausung, sondern sie träumen von so etwas Ähnlichem, von einer Art Monddorf auf dem Mond. Denn in 5 Jahren werden wir auf dem Mond wieder landen. Die Menschheit plant, die NASA plant, in 2024 auf dem Mond bemannt zu landen. Und so luxuriös wird es da wahrscheinlich erstmal noch nicht zugehen, sondern man wird erst nur einige Tage bleiben können. Aber der Plan ist da, dass man in einer Mondumlaufbahn bleibt, um von dort aus dann den Mond zu besuchen. Und hier sieht man ja auch diese Ziegel, die man aus Regolith, aus dem Marsstaub bauen möchte, formen möchte, um dann auch ein Monddorf aufzubauen. Und hier sind die Pläne da. Man plant das wirklich in den nächsten, in den 20er Jahren, vielleicht in den späten 20er Jahren, so ein Habitat aufzubauen. Und das wäre ja dann eigentlich nur ein Katzensprung verglichen zu den 3 Jahren oder insgesamt 6 Monaten zum Mars. Und hier sehen wir noch mal dieses Mars-Hotel in Jordanien. Hier kann man übernachten und hat so ein bisschen was von einem Mars-Feeling, obwohl das hier natürlich sehr viel luxuriöser und bequemer ist als das, was wir auf dem Mond und auf dem Mars haben werden. Also, worauf ich mich freue, wenn wir dann beide 2025 vielleicht live berichten. Auf jeden Fall, wir sind dabei. Die Landung auf dem Mond, erstmal auf dem Mond. Dankeschön, Mick. Gerne.